Der Ursprung des Rehbachs befindet sich am Nordrand vom Rosenberg im Stumpfwald, auch Ramsar Schwarzwald genannt. Das ist also der Quellbereich vom Rehbach. Hier ein kleiner angestauter Tümpel. Ja, das ist schön plätschern. Und das geht da runter in auf jeden Fall Richtung Ramsen. Da fließt es auf jeden Fall, ja. Frage, ob wir Quellenforscher sind, können wir mit einem klaren Ja beantworten. Der Rehbach kommt hier vom Ursprung, fließt durch den Ramsar Wald in Richtung Eisbach. An verschiedenen Stellen hat sich eine Sohle gebildet, was sich aber gut eignet für die Tiere. Musik 200 Meter östlich entspringt sein Nebenquellbach. Das ist der Bachverlauf von der zweiten Quelle. Hier ist Wasser. Aufgewühlte Erde von der Wildschweine. Hier überall ist Wasser zu sehen. Der Verlauf der zweiten Quelle geht unter diesem Waldweg durch. Wird nach ca. 100 Meter wieder besser sichtbar und hat wesentlich mehr Wasser. Weiter durch den schönen Herbstwald fließt in diesen Schacht unterirdisch an diesem Grundstück entlang. Und hier an diesem Tümpel treffen sich die beiden. Von links kommt der eigentliche Rehbach und von rechts die Nebenquelle. Und fließen hier an diesem Grundstück zusammen. Von hier geht es weiter in Richtung Rehbach-Talbrücke.
Zuvor noch ein kleiner Spaziergang zum Klosterbrunnen. Vorbei am Naturspielplatz der Dreckspatzen. Lebenshilfe Grünstadt Eisenberg. Das ist der Weg zum Klosterbrunnen. Über diesen Holzsteg. Und von da oben sehen wir die gemauerte Quelle. Die dritte Quelle ist der Klosterbrunnen. Das Quellwasser wird über eine Rohrleitung bis zum Brunnen im Klosterhof geleitet. Der Bach durchfließt ein paar private Fischweiher. In einen etwas größeren Stausee, der sich ca. 200 Meter am Waldrand entlang zieht. Am Ende des Stausees diese beiden Abflüsse. An diesem Überlauf geht der Rehbach unter der Straße durch. Und nimmt ab hier wieder seinen natürlichen Lauf. Umfließt ein paar alte Bäume am Waldrand entlang in Richtung Eisbach. Circa 50 Meter links von der Rehbachtalbrücke unter dem Bahndamm hindurch. Kommt auf der anderen Seite durch einen gemauerten Kanal wieder zum Vorschein. Von hier fließt der Bach an dieser Wiese entlang, macht eine Rechtskurve und unterquert die Bahnhofstraße. Hier kommt der Rehbach unter der Straße durch. Nach ca. 150 Meter offener Lauf an Gärten und Häusern vorbei wurde der Bach in Rohre verlegt. Unter der Straße hindurch und mündet nach 100 Meter in den Eisbach.